Zap, moin Leute, Warnuri am Start und herzlich willkommen zurück zum Indiezember. Wir nähern uns weiter Weihnachten mit dem 20. noch 4 Tage. Man kann es mittlerweile schon an 4 Fingern abzählen. Hahaha. Und wir spielen Twist of Souls, ein Ludum Dare 43 Game. Für diejenigen, die das nicht wissen, Ludum Dare ist ein Game Jam, wo Leute, ja, ist, um's flach zu sagen, Spiele programmieren in einer gewissen Zeit zu einem gewissen Thema. Sehr, sehr interessant. Kommen einige schöne Sachen bei raus und wir gucken einfach mal, ob wir das Ganze hier einmal spielen können, wenn er mich lässt. Ja, okay, wir haben Springen. Das ist hiermit. X ist Jump. Okay, läuft. Also ein simples Jump'n'Run. Oh oh, oh oh. Aua. Ah. Okay. Die Kontrolle ist. Großes Uff. Uff. 2, 3, 1. Oh. Verkackt. Okay, okay. Uah, nein, das war die falsche. Gott verdammt. Okay. Holy shit. Warte mal. Nein, kann ich nicht. Okay. Ich dachte, ich kann wieder zurückswitchen. Aber anscheinend kann ich das nicht. Okay. Das ist verdammt anstrengend, ja? Oh, das hier muss man ja perfekt timen. Ja, das muss man echt perfekt timen. Wow. Holy Mother of Jesus. Oh, hell no. Gott verdammt mich. Okay. Twist and turn. Twist and... Verdammt. Ja, okay, wir können. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Checkpoint einen nicht sofort in diesen Status bringt, sondern man aktiv an der Stelle wieder wechseln muss. Einerseits natürlich gute Erinnerungen daran, ich komme nicht mehr zurück. Wie die Spielmechanik funktioniert. Okay, jetzt wieder. Und 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuck you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Okay, das haben wir raus. 5, 6. Oh. 1, 2, 3, 4, 5.
Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah! Hier runter? Verdammt, eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau hier auf die Ecke und dann runter. Oh, und jetzt muss ich in die andere Richtung. Oh, bloody hell. Ich trau dem nicht, der hält zwischendurch bestimmt an, da? Nein, ah! Oh, Gott verdamm ich! Nein, in die falsche Richtung gelaufen, natürlich. Eins, zwei, drei, vier. So kann man Tap-Tap machen. Jetzt muss ich hier warten, weil die nämlich einmal einen Jump machen. Und dann kann ich durchlaufen. Alright, alright, alright. Hier kann ich drüber, hier kann ich drüber. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, okay. Okay, das hier ist ein kleinerer. Und das hier ist wieder ein größerer. Der hier wird uns mehr Probleme geben. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Oh. Okay, warte. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, viermal. Zwei, drei, vier. Nein! Ah, den einen Millimeter! Ach, goddammit. Ja. Ja, ich bin genau reingesprungen. Ich weiß. Verdammt! Kann doch nicht wahr sein. Ach, goddammit. Dieses Spiel ist sehr, sehr anstrengend. Ach, vier. Vier waren's. Oder den erst die ersten drei abwarten. Zwei, drei. Verdammt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, ich kann auf jeden Fall höher springen.
Oh, nein. Okay, eins, zwei, drei. Nein, oh Gott, damn it. Okay, ich lasse es an dieser Stelle sein. Wir sehen uns wieder. Ich glaube, wir nehmen uns jetzt während den Feiertagen mal einen Abend Zeit und spielen dieses Ding hier durch. Koste es, was wolle. Ich werde mir extra dafür Chips und Energy Drinks holen. Und dann machen wir Livestream daraus. Denn dieses verdammte Spiel werde ich schlagen. Nichts steht zwischen mir und dem Sieg in diesem Spiel. Verdammte Axt! Nicht vergessen, Links unten in der Videobeschreibung könnt ihr es natürlich selber runterladen, alles kostenlos. Und alle Links zu Social Media etc. pp. Von dem Kreateur, dem lieben Fran Tovar, der das Spiel hier gemacht hat. Und ansonsten, viel Spaß beim selber zocken. Mal hören und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.